Wir sind heute hier beim Benefitspiel der Lotto 11 gegen eine Verbandsgemeindeauswahl aus Nastetten zugunsten von Sven Heidecker. Was ist Sven Heidecker passiert? Sven hatte leider letztes Jahr im Juni ein gerissenes Aneurysma im Kopf und ja, ist seitdem leider schwerst pflegebedürftig, schwer erkrankt und liegt seit September im Pflegeheim. Ja, und es ist ja alles sehr, sehr schleppend bisher, was den Gesundheitszustand angeht. Wie geht es Sven Heidecker heute? Es ist tatsächlich so, dass wir vor 2 Wochen noch den Zustand hatten, dass er ja eigentlich hauptsächlich im Bett gelegen hat, zwar bei Bewusstsein war, aber keine große Kommunikation möglich war. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass wir uns ja sehr darüber freuen können, dass er letzte Woche seine ersten Worte gesprochen hat mit Namen von der Verwandten, die er erkennt. Er hat sogar mit seinem Pfleger zusammen ein Video aufgenommen für seine Frau, wo er sie mit Hallo Melanie begrüßt hat. Und ja, das sind einfach tolle Nachrichten und wir hoffen, dass es weiter so bergauf geht. Es ist ja so, dass Spendengelder wirklich benötigt werden, weil die Krankenkasse übernimmt nicht alle Kosten. Genau, es ist tatsächlich so, dass zwar natürlich ein Großteil auch übernommen wird, aber auch ein ganz, ganz großer Batzen an der Familie hängen bleibt. Und es sind so knapp 3.000 Euro, die da an Eigenbeteiligung jeden Monat geleistet werden müssen, plus die Kosten, die drumherum entstehen für Zuzahlungen bei Medikamenten und Co. Und ja, es ist schon ein sehr, sehr großer Anteil, den man da tragen muss. Walid Abbas, die 3 von der SG Wieden-Naschwitten. Patrick Meyer trägt die 4 von Kuschelshausen. Charlie Klimke mit der 5 kommt auch von Kuschelshausen. Hier Lauber mit der 6 von Kuschelshausen. Karl Kuhmann mit der 7. Und das war der Mann mit dem 3. Günter Groß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, aber du arbeitest auch bei der Volksbank und ihr habt hier mitgeholfen. Ja, vor allem arbeite ich bei der Volksbank, der Rest mache ich ja nur ehrenamtlich. Ja, wir helfen natürlich gerne, wir machen das häufig. Ist ja bekannt hier bei uns im Kreis bzw. im Geschäftsgebiet Rhein-Lahn-Kreis, Limburg-Weilburg. Und wenn natürlich so eine Veranstaltung stattfindet, Benefiz-Fußballspiel, zugunsten in dem Fall Sven Heidecker, der ja ein Schicksal erlitten hat, wurde ja mehrfach darüber berichtet, dann freuen wir uns auch mithelfen zu können, um diese Summe entsprechend zustande zu bringen und gemeinsam in dem Fall mit Lorelei Bob, mit dem Rainer Knecht, haben wir dann dafür gesorgt, die Summe aufzustocken mit einem Betrag von 1250 Euro. Auch wir im Bankkurier machen normalerweise keine Werbung für Banken, aber diesmal möchte ich gerne sagen, Volksbank ist in diesem Fall volksnah. Volksbank ist immer volksnah, wir sind immer dicht dran und vor allen Dingen, wir machen den Weg frei. Genau. Tolles Benefizspiel heute hier in Mielen, aber mitten im blauen Ländchen, denn die Mannschaft setzt sich wirklich aus allen Vereinen aus dem gesamten blauen Ländchen zusammen. Tolle Mannschaft, tolle Fußballer, sowohl auf der Lotto-Seite als auch bei uns natürlich. Und ja, es läuft gut. Lange Zeit in Führung gewesen, die VG-Auswahl. Und jetzt schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Genau, wir sehen heute Abend nicht nur Weltmeister, auch die Nastädtner sind Weltmeister, denn sie schauen nicht einfach hilflos zu. Genau so ist es. Deshalb, egal wie das Spiel ausgeht, der Gewinner steht jetzt schon fest. Das ist Sven Heidecker, das ist die Gesellschaft hier im Blauen Ländchen. Wir haben echt eine tolle Bürgerinnen und Bürger, die sich einfach engagieren, dann wenn Not am Mann ist. Und ihr habt eine unfassbar große Summe gesammelt. Wie hoch war sie? Ja, gerade eben wurde das Zwischenergebnis mitgeteilt. 19.000 Euro, die jetzt schon eingegangen sind bei der Lotto 11, bei Toto Lotto, die den Rahmen ja bieten. Und ja, die Spendenkonto bleibt offen, also da kann auch was gehen. Und Bier und Würste gibt es auch noch, also das kann auch steigen, aber es ist schon jetzt super gut und toll. Guido Kanz, normalerweise verstehen Sie Spaß, Comedian und heute linker Verteidiger. Ja, eigentlich ungewohnt. Ne? Normal spiele ich auf der rechten Seite oder auch zentral. Der Trainer hat gesagt, kannst du links, sage ich natürlich links wie rechts. Große Ehre für mich, immer bei der Lotto 11 zu spielen, jetzt seit 14 Jahren mit Weltmeistern und Vize-Weltmeister, Europameistern und bin hier sehr gut aufgenommen worden 2009 und mir macht das einfach Riesenspaß. Was mich erstaunt hat, wirklich, es sind Weltmeister auf dem Platz und Guido Kanz ist da wirklich ein Aktivposten. Naja gut, also man muss sich da seine Meriten natürlich erkämpfen, das habe ich aber gemacht und bin da, glaube ich, ganz gut akzeptiert.
Und mein Anreiz oder ist natürlich erst nochmal ein bisschen Fußball zu spielen, aber auch für einen guten Zweck Fußball zu spielen, denn ja, wir kommen ja immer, heute jetzt nach Mielen, in Ortschaften und da gibt es meistens ganz persönliche Schicksale, versuchen dann immer sehr viel Geld zusammenzubekommen. Heute waren es 19.000 Euro, auf die ich sehr stolz bin. Danke an alle Leute, die gekommen sind und schön, dass so viele Kollegen sich da immer wieder bereit erklären. Wenn Sie jetzt keine Karriere als Comedian gemacht hätten, wäre auch die Fußballkarriere offen gewesen? Nein, definitiv nicht. Ich habe fünfte Liga gespielt, Landesliga war das damals noch und habe immer gerne gespielt, aber habe immer Bühne und Fußballplatz irgendwie zusammenbringen müssen. Ich habe gespielt aktiv bis zu meinem fast 37. Lebensjahr und habe dann nochmal Landesliga-Aufstieg gehabt. Dann jetzt hörst du auf und jetzt spiele ich noch Lotto 11 und ein bisschen alte Herren. Und wenn es nach meiner Frau ginge, würde ich nur noch Rad fahren. Also von daher bin sehr froh, dass es noch so gut geht. Den Comedian Guido Kanz, wann sehen wir den mal im Kreis Koblenz oder bei uns hier im Rhein-Lahn-Kreis? Ich bin, war in Mendig auf Tournee und bin jetzt auch demnächst, glaube ich, wieder auch in Rheinland-Pfalz auf Tour. Also immer mal wieder, jetzt mein neues Programm, das volle Programm. Ich sehe was du nicht siehst und natürlich komme ich immer wieder gerne nach Rheinland-Pfalz. Guido Buchwald, Weltmeister, natürlich auch in VfB Stuttgart gespielt und heute haben Sie hier Ihr Spiel gemacht zugunsten von Sven Heidecker. Ja, ist richtig. Wir sind da sehr, sehr gerne gekommen. Er hat ein schlimmes Schicksal erlitten, der Sven Heidecker. Und wir sind natürlich sehr, sehr gerne gekommen mit Lotto Rheinland-Pfalz. Wir unterstützen da solche Fälle und versuchen im sozialen Bereich doch auch immer sehr viel Geld einzuspielen. Und deshalb, denke ich, war es heute für alle Beteiligten ein guter und schöner Tag. Die Verbandsgemeindeauswahl konnte lange, lange Zeit in der ersten Halbzeit dagegen halten, aber dann kam der Weltmeister aus ihm wieder raus und Sie haben das Unentschieden geschossen. Ja, ich habe kurz vor der Halbzeit Gott sei Dank noch das 1:1 gemacht und ja, war, glaube ich, ein schönes Tor und ja, deshalb sind wir da, dass man schöne Spiele macht, dass man der Gegner hat uns das Leben eigentlich auch schwer gemacht, aber es hat Spaß gemacht und es war immer auf einem sehr fairen, schönen Niveau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir viele schöne Tore gesehen und so soll es sein und haben sehr viel Geld eingespielt. Also so soll es sein und deswegen sind wir rundum zufrieden mit diesem Tag. Heute ging es gegen die Verbandsgemeindeauswahl hier aus Mielen und aus Naschstetten. Die erste Halbzeit haben die es, glaube ich, richtig gut gemacht. Nee, ich muss sagen, die Naschstädter oder die Auswahl hier hat toll gekämpft. Also am Anfang hatten wir richtig Probleme, auch bis zur Halbzeit, weil es stand 1:1. Und ein Riesenkompliment an diese Mannschaft, die, glaube ich, auch im Vorfeld gut trainiert hat. Sonst hätten sie so nicht gespielt. Zweite Halbzeit haben wir ein paar Änderungen vorgenommen, die dann dazu geführt haben, dass wir vielleicht ein bisschen schneller nach vorne gespielt haben. Und die andere Mannschaft wurde natürlich auch dadurch vielleicht ein bisschen müder. Aber trotzdem ein großes Kompliment an die Auswahl, die hervorragend gekämpft hat. Das wievielte Spiel als Trainer ist das heute bei Ihnen? Das war das 75. Spiel. Also ich bin jetzt 8 Jahre dabei oder über 8 Jahre. Und ja, ich hoffe, dass die Lotto 11 noch lange existiert. Wir haben ja jetzt dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr so weitergeht, weil heute war super Publikum, viele Zuschauer, was mich auch überrascht hat. Obwohl das Wetter war natürlich toll, aber trotzdem kommen nicht immer so viele Zuschauer und es war ganz toll, auch für diesen Menschen, den das Schicksal so getroffen hat, zu helfen. Und Sie sind der Arbeitgeber vom Sven? Richtig. Der Sven ist nach wie vor bei uns noch hier beschäftigt, ja, und wir versuchen mit den Aktionen, die wir da immer wieder lostreten, halt eine Unterstützung Sven wie auch der Familie zu geben, um weiter in die Zukunft zu blicken halt. Ja. Der Sven Heidecker ist ja in der Verbandsgemeinde Naschstetten bekannt wie ein bunter Hund, war Jugendtrainer oder ist Jugendtrainer gewesen bei der SV Oelsberg und bei den Kollegen bei Ihnen sehr beliebt. Genau. Sven war bei uns der Montageleiter, ja, und er war immer der, der die alle Schäfchen immer zusammengehalten hat, das Team immer wieder motiviert hat und 110% Einsatz immer gegeben hat. Ja. Jetzt bin ich natürlich neugierig, die Firma Michel, was machen Sie? Ja, wir sind Werkzeugbauer, bauen Werkzeuge für die Kunststoffindustrie und entwickeln auch Leichtbauteile für die Automobilindustrie, für die Elektromobilität. Und es ist ein sehr bescheidener Betrieb, weil Sie haben nicht gesagt, dass Sie Sven Heidecker selber persönlich unterstützen.
Richtig. Ich kenne Sven auch persönlich. Ja, wir sind auch Freunde und natürlich ist das für mich eine Ehrensache, wie auch unser ganzes Team in der Firma, den Sven persönlich zu unterstützen halt. Ja. Eines fällt mir gerade auf, an Ihrer rechten Seite ist irgendein Junge. Ja, hallo, ich bin der Finn Jesper Michel. Ich bin eben sein Sohn und ich habe heute Geburtstag und bin 10 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn! Ja.